Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute in der Feuerwehr in Garbsen. Das sind wir! Und jetzt kann der Gruppenführer wunderbar seinen nächsten Einsatzbefehl geben, weil er mittlerweile zusammen mit dem Melder die Lage erkundet und weiß ganz genau, was jetzt zu tun ist. Ich bin selber gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Los geht's! Erstes Rohr zum linken Brandabschnitt über den Hof vor. Ihr seht jetzt, wie der Schlauchtrupp auf halber Strecke, wie der Schlauchtruppführer auf halber Strecke stehen bleibt. Schlauchtruppmitglied geht zum Angriffstrupp, legt erstmal einen Schlauch ab und wird jetzt erstmal die Schlauchreserve ausrollen. Wow! Ne? Bis der Angriffstrupp angekuppelt hat, kann sie noch die Schlauchreserve schön hinlegen. Erstes Rohrwassermarsch. Verstanden. Das war für beide das Stichwort. Schlauchreserve reicht aus. Die nächsten Schläuche können ausgerollt werden. Wichtig ist, dass die Kupplung für die Schlauchreserve hier beim Trupp auch liegen bleibt. Der will nicht ungefähr einen Schlauch haben, sondern der will eine Zähllänge voll haben. Schlauchtruppmitglied verbindet hier die beiden Zählschläuche, bleibt hier gleich stehen. Und Schlauchtruppführer, der es im Überblick, den Blick hat, dreht auf. Und Schlauchtruppmitglied kann jetzt wunderbar die Schlauchaufsicht machen, während hier das Wasser durchströmt. Und geht dann wieder zurück zum Verteiler und kann wieder eingesetzt werden. Wundert euch nicht, die haben eigentlich Tragekörbe. Ich habe sie kurz gebeten, weil nicht jeder hat einen Tragekorb, dass sie das mal mit Rollschläuchen machen. Extra für euch, die halt keine Tragekörbe haben. Das heißt, das zweite Rohr werden wir jetzt mal mit Schlauchtragekorb für euch machen. Los geht's. So, wir hatten jetzt gerade noch mal kurz, ich wiederhole das noch mal kurz, einen Einsatz mit Bereitstellung. Wir haben uns bereitgestellt am Verteiler. Einsatz mit Bereitstellung und es hat noch keiner was Konkretes gemacht. Das war der erste Schritt. Dann hat der Angriffsrupp, steht dort hinten, einen Einsatzbefehl gekriegt, Angriffsrupp zur Brandbekämpfung mit dem ersten Rohr zum linken Brandabschnitt über den Hof vor. So. Die sind da, jetzt im Einsatz. Diese Situation hätte man auch haben können, wenn der Gruppenführer am Anfang gesagt hätte, einen Einsatz ohne Bereitstellung, hätte er gesagt, Wassernahmestelle Oberflöhe dran, Verteiler eine B-Länge vom Fahrzeug entfernt, Angriffsrupp zur Brandbekämpfung mit dem ersten Rohr zum linken Brandabschnitt über den Hof vor. Ne? Das wäre ein Einsatz ohne Bereitstellung gewesen, dann hätten wir jetzt das Bild. Angriffstrupp ist am Arbeiten und am Verteiler warten jetzt Schlauchtrupp und Wassertrupp für den nächsten Einsatzbefehl. Das ist eigentlich der Unterschied. Ne? Einsatztaktisch machen die Gruppenführer es gerne, dass sie halt mit Bereitstellung befehlen, denn dann hat man genug Zeit, um die Lage in Ruhe zu erkunden. Okay? Man geht mit dem Melder los, 4 Phasen Erkundung und so weiter. So, wir sind jetzt an dieser Position. Angriffstrupp ist eingesetzt. Wir würden jetzt das zweite Rohr auch noch vornehmen. Bitteschön. Wassertrupp zur Brandbekämpfung, zweites Rohr zum rechten Brandabschnitt über den Hof vor. Wassertrupp zur Brandbekämpfung, zweites Rohr zum rechten Brandabschnitt über den Hof vor. Perfekt, den Einsatzbefehl wiederholt, das ist auch wichtig. Das ist auch keine Schikane. Die Leute sollen wissen, auch der Gruppenführer soll wissen, dass die Mannschaft es richtig verstanden hat, was er befohlen hat. Ne? Nicht, dass er denkt, jetzt nicht über den Hof, sondern über die Treppe hoch. Ne? Also super. Jetzt kommt die Variante mit einem Schlauchtragekorb. Achtet jetzt mal auf den Unterschied. Der Trupp bleibt zusammen, bis die Kupplung die beiden gleich trennt. Achtet mal darauf. Verstanden. Sie legt jetzt die Schlauchreserve. Die Schlauchaufsicht. Sehr gut. Auch so, was so verdreht ist oder übereinander liegt, wird alles rausgenommen und dann unter Druck gesetzt. Wir haben natürlich jetzt gesagt, wir lassen die Schläuche trocken, aber ich denke mal, ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass die Schläuche prall gefüllt sind mit Wasser. Ne? Perfekt. Und ganz automatisch stehen jetzt auch beide wieder am Verteiler bereit und können jetzt vom Gruppenführer noch einen dritten
drittes Rohr einsetzen oder was auch immer. Ne? Gute Feuerwehr hier in Garbsen, muss man den schon lassen. So, ich sehe schon, ihr habt euch gleich ausgerüstet. Perfekt. Strahlrohr dabei, Lampe dabei und Schlauchhalter. Super. Ja, ich würde sagen, dritte Rohr auch noch einsetzen, Herr Gruppenführer. Schlauchtrupp zur Brandbekämpfung, drittes Rohr zur Tür über die Treppe vor. Schlauchtrupp zur Brandbekämpfung, drittes Rohr zur Tür über die Treppe vor. So, man muss es laut Dienstvorschrift nicht unbedingt machen. Man kann jetzt dem Melder noch den Einsatzbefehl geben, dass er den Verteiler übernimmt. Oder meistens läuft das antiautomatisch. Aber bitte ruhig den Melder einsetzen. Melder übernimmt Verteiler. Melder übernimmt Verteiler. Perfekt. Besonderheit jetzt hier ist, dass der Trupp vom Verteiler weg die Leitung legt. Seht ihr das? Weil dann haben wir es immer an der Ecke. Man sieht wunderbar hier auch die Schlauchhalter. Darf ich den ganz kurz übernehmen? Normalerweise macht das der Trupp, aber ihr seht, so ein Schlauchhalter funktioniert ganz einfach. Dieser Ring wird einfach hier durchgesteckt. Dadurch schließt sich diese Öse hier so. Man kann es hier wunderbar einhängen. Wenn jetzt, die legen gerade die Schlauchreserve, wir haben im Moment Zeit. Wenn jetzt Gewicht im Schlauch ist, Wasser hier zieht, dann kommt die Kupplung hier gegen oder das hält. Ne? Dann rutscht der ganze Schlauch nicht runter und nicht den Trupp löschen noch die Treppe runter. Ne? Dafür macht man diese Schlauchhalter ran. Okay, ganz einfach, auch total sinnvoll. Drittes Rohrwassermarsch. Auch hier dran denken natürlich, wenn ihr einen Innenangriff gehen solltet, die Tür ist, man geht rein, dass man natürlich auch eine Schlauchreserve liegen hat, genau wie es hier gemacht wurde. Ne? Ja, super, kann ich nichts mehr dran verbessern. Sehr schön. So, der Einsatz ist jetzt beendet, das heißt, wir würden jetzt diese ganze Sache jetzt beenden und das macht man wie folgt. Zum Abmarsch fertig! Erstes Rohr Wasser rein! Verstanden! Verstanden! Drittes Rohr Wasser halt! Verstanden! Alle Rohre gehen Wasser halt und er hat alles abgedreht. Noch zum Maschinisten. Wasser halt! Maschinist dreht komplett ab und jetzt wird alles rückgebaut. Ne? Das war's schon. Es wird alles zurückgebaut in umgekehrter Reihenfolge. Natürlich dabei auch Sicherheit nicht unterschätzen, Sicherheit vernachlässigen. Das heißt, Helme aufbehalten, Handschuhe immer alles an und alles abbauen. Okay, bin ich gespannt. Der Einsatz ist beendet, die Mannschaft ist vollzählig, der Gruppenführer sieht begeistert aus, dass alles so gut geklappt hat. Ich persönlich freue mich, dass die Kameraden aus Garbsen sich bereit erklärt haben, für euch letztendlich das alles zu machen. Ich bin beeindruckt, wie hier der Ausbildungsstand ist, finde ich auch persönlich sehr beruhigend. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, deshalb bedanke ich mich erstmal bei der Mannschaft ganz herzlich. Und ich freue mich, wenn ihr darunter kommentiert und ihnen auch für die Jungs und Mädchen mal einen Daumen da lasst. Als Anerkennung, dass sie für euch sich heute so viel Zeit genommen haben. Wie gesagt, ich komme gerne wieder nach Garbsen. Hier war schön. Ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Dank und bis dann. Schlauchtrupp zur Brandbekämpfung. Über die Treppe, vor die Treppe. Drittes Rohr. Drittes Rohr. Kürzer beim Film drehen. Kürzer, los, nochmal.
Das geht in die Outtakes, das sage ich dir. Schlauchtrupp zur Brandbekämpfung, drittes Rohr, über die Treppe, vor die... Junge, Junge, Junge! Ich habe extra gemacht.